Du bist mir doch böse wegen vorhin, stimmt's? Ja. Das ist nur ein Geschenk. Uff. Jetzt wirst du mir aber langsam schwer. Kannst du mir bitte die Stiefel ausziehen? Ist das nicht ein bisschen kalt? Nee. Und den Schrumpf auch. Das kitzelt. Mach weiter. Du hast aber ganz schön im Bauch gekriegt. So besser? Ja. Magst du Männer mit Waschbrettbauch, hm? Ich mag gern dicke Männer. So wie du. Dich? Hä? Wieso mich? Hast du einen Freund? Papa, das geht dich gar nichts an. Wieso? Ist der so dick, dass du ihn verstehst? Ja, genau. Können wir jetzt von was anderem reden? Bist du auch Deutscher? Mhm. Das ist schon Wahnsinn, oder? Die Polen das haben verlottern lassen. Ich weiß nicht, ich hab's mir gar nicht genau angeguckt. Na, werde ich an deiner Stelle auch nicht machen. Jedenfalls nicht ohne Helm und ohne Atemschutz. Naja, da gibt's noch viel zu tun. Aber da haben wir schon ganz andere Sachen hingekriegt. Na, was ist wieder? Das Übliche. Hallo? Ja. Ja, ja, in 5 Minuten. Eine 6. Eine 6, ja. Und wie denkst du, wie es noch weitergeht? Ich denke, wir gehen ja erstmal zum Kickbox-Training und dann mal weitergucken. Ich explodiere gleich, aber das kann doch nicht wahr sein. Pass mal auf, lass uns jetzt beruhigen. Und heute Abend reden wir miteinander, okay? Ja. Hä? Ja, können wir machen. Gut. So, okay, ich habe das jetzt mit dem geklärt. Wir reden heute Abend noch mal in Ruhe drüber, ja? Okay? Bodenthal, Kripo Ludwigshafen.
Was gibt's denn? Dann kommen Sie doch bitte erst mal da runter. Sie wissen, was gestern Abend passiert ist. Mit Ihrem Kollegen Mike Reichelt. Ja. Sonst sind Sie doch mit ihm die Tour gefahren. Warum gestern nicht? Die Bandscheibe. Welcher Arzt kann das bestätigen? Ich war zu Hause im Bett. Allein, nehme ich an. Hatten Sie schon mal was an der Bandscheibe? Die hatte ich noch zu Hause. Wegen sowas renne ich doch nicht zum Arzt. Sie haben also für die Zeit kein Alibi. Seht mal lieber zu, dass ihr die Schweine kriegt. Ich kann nicht warten. Als der von 30, 60, was sage ich, 100.000 Terroristen. Ciao. Sie können da drüben so lange Platz nehmen, bis der Chef kommt. Was bilden Sie sich eigentlich ein? Wie reden Sie denn mit mir? Ich will hier raus! Aus Ihrem scheiß Parkhaus! Na, Sie? Können Sie vielleicht die Scheibe offen lassen? Sie hören so nette Musik. Ich habe auch mal Musik gemacht. Im Jugendorchester. Posaune. War eigentlich ganz schön. Und dann habe ich damit aufgehört. Ja, man muss sich entscheiden. Was Richtiges gelernt. Thunder and lightning, oh so frightening. I still hear your sweet voice in the air. Feeling sorrow, there's no denial. For our love was here. See you.